Ich möchte gerne mit Ihnen über das Thema Aktien sprechen, Aktienauswahl, was finden wir da insbesondere interessant und vielleicht ein Konzept, das wenig Menschen kennen und nutzen, das ist nämlich die Aktienvermietung. Also Sie können nicht nur Immobilien vermieten, sondern Sie können auch Aktien vermieten, was wir bei uns in unseren Fonds sehr erfolgreich umsetzen. Und da möchte ich heute mit Ihnen drüber sprechen. Nur ganz kurz, Regulation. Professor Otte und ich arbeiten seit ungefähr 3 Jahren zusammen. Wir sind zusammengekommen im Rahmen des Kapitalkongresses. Es ist ein Online-Kongress, das ich im Rahmen meines Unternehmens 2-mal im Jahr veranstalte. Und da hatte ich einen Referenten, nämlich Herrn Professor Otte. Wir waren im Gespräch und es war dann irgendwann ein sehr anregendes Gespräch, so wie ich meine. Und Professor Otte und ich sind uns quasi aus gleichen Interessensgruppe, nämlich den Value Investment und den Warren Buffett Ansatz, nahe gekommen. Und haben uns dann kennen und schätzen gelernt, so würde ich das mal sagen. Und dann hat er eben auch gefragt, Mensch, Herr Günther, was machen Sie denn da mit Ihrer Investorenausbildung? Was ist denn das eigentlich? Und dann habe ich ihm erklärt, dass das eben ein Coaching-Ansatz ist. Aber gleichzeitig ist eben im Rahmen dieser Ausbildung sind auch Kunden auf uns zugekommen, die gesagt haben, Mensch, ihr macht das so toll, kannst nicht du das Geld für mich anlegen? Und so blauäugig, wie ich bin, habe ich gesagt, na klar, mache ich das und habe das gemacht. Das war auch sehr erfolgreich für beide Seiten. Das große Problem ist aber, ich durfte es gar nicht. Ich habe das gar nicht gedurft. Ja? Also Sie brauchen dafür, wie es jetzt eben Professor Homburg ausgeführt hat und auch Herr Professor Otte, Sie brauchen dafür BaFin-Lizenzen, Sie brauchen da einen Rattenschwanz an Genehmigungen. Es ist irrsinnig und muss auch ganz offen zugeben, das waren natürlich noch keine Beträge, die das hätten seriös machen, also das wäre nicht seriös gewesen, das in diesem Rahmen zu machen. So, und dann hat eben Professor Otte gesagt, Mensch, du weißt schon, das ist verboten, was du da machst. Und gesagt, naja, komm, ist nicht so schlimm. Und dann hat er seinen Anwalt eingeladen, hat er auf seine Kosten, und die sind sehr teuer im Kapitalmarktrecht, hat er eingeladen, hat er gesagt, helfe mal bitte den Herrn Günther, der muss das verstehen, dass er da mit einem Bein im Knast steht. Und dann hat er mir dieser Anwalt gesagt, junger Mann, was Sie da machen, Sie haben 2 Kinder, da geht es ja nicht mal darum, ob das jetzt gut ist oder nicht. Wenn das hier öffentlich wird, dann bist du im Knast. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Herr Otte, können wir bitte zusammenarbeiten? Und so ist es, diese Entwicklung entstanden. Seit letztem Jahr haben wir den Fonds im Dach von Herrn Professor Otte. Ich durfte dann eben auch als Partner mich beteiligen, habe viel Spaß. Das Team ist immens. Ich darf auch sehr viel lernen, muss ich auch dazu sagen. Macht richtig viel Spaß. Heute ist neben mir der liebe Stefan, der mich schon seit Jahrzehnten begleitet. Und wir haben es dazu gehalten, dass jeder sich selbst vorstellt. Ach so, sorry. Das klingt jetzt ja nach einer Irrenräuberpistole. Aber wenn ich, ich meine, mir ist es ja 2008, 2009, als die ganzen Regeln kippten, genauso gegangen. Wenn ich mit Ihnen mich einig bin, Sie kennen mich, Sie wissen, Sie kennen die Methode und Sie sagen mir, okay, ich gebe dir jetzt Summe X, mach da was draus, dann ist es ja eigentlich ein Geschäft zwischen 2 Personen, aber es wurde eben zulassungspflichtig und egal, wie gut Herr Günther war, es war verboten und es war strafbewehrt und das musste man ihm erstmal nahebringen. Danke, so ist es. Genau, so, Punkt und ja, Stefan. Ja gut, dann ist das Mikro an, hört man mich? Ja, passt, okay. Ja, dann ganz kurz zu mir, der Florian hat schon angekündigt, wir 2 kennen uns schon seit Jahrzehnten tatsächlich, es sind jetzt 18 Jahre, wo wir 2 uns jetzt kennen und der Ursprung ging damals daher, dass wir in der gleichen Bank damals angefangen haben zu arbeiten, er die Ausbildung beendet, ich habe sie angefangen, ich kam dann damals in die Filiale, wo er gearbeitet hat und da hat man sich dann kennengelernt, schätzen gelernt und dann ist das alles so ein Stück weit entstanden, so wie wir es heute tun. Und vor 4 Jahren, 5 Jahren ungefähr, kam ich dann nach meinen ganzen Bankjahren, nach meiner Betreuung im Kundengeschäft, nach meiner Wertpapierliebe mit allem drum und dran eben wieder zum Florian zurück und habe dann gesagt, du Flo, du machst da was mit der Investorenausbildung und lass uns doch mal drüber sprechen. Und dann ist es alles so entstanden und so haben wir dann unseren Weg gemacht mit der Investorenausbildung. Und deswegen bin ich auch bei uns neben dem Thema des Fondsmanagements, wo wir 2 gemeinsam unseren Fonds auch verwalten dürfen, den wir heute auch ein bisschen vorstellen werden, bin ich bei uns hauptverantwortlicher Trainer in der Investorenausbildung, bin auch Familienpapa, habe eine kleine Tochter zu Hause und meine Liebe ist das Wertpapiergeschäft, meine Liebe ist der Markt,
Ich bin von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr so im Prinzip vor dem Markt, schauen wir das alles ganz genau an. Und ich darf heute ein Spezialist... Nein, ich mache es aus meiner Sicht nicht falsch, weil ich genieße es. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und dann darf ich Ihnen heute auch noch das Konzept der Vermietung vorstellen. Ich freue mich dann darauf, aber jetzt möchte ich noch mal kurz auf den Florian übergeben. Der wird dann noch ein paar andere Themen dazu sagen und dann schalte ich mich wieder mit ein. Genau, noch ganz kurz zu mir. Ich bin 36 Jahre, ich durfte es gründen, habe das alles berufsbegleitend gemacht und habe dann begonnen allerdings als Bankkaufmann, das dann mit einem Studium noch vollenden dürfen. Und auch bei mir war es so, letztendlich immer die Liebe für Wertpapier, Value Investment, Warren Buffett, das vereint uns, glaube ich, ganz, ganz viele hier in dem Saal. Und möchte heute mit Ihnen auf ein paar Aktien eingehen, wo wir ein paar Ideen haben, die ich mit Ihnen teilen möchte. Und bin gespannt, was Sie dazu sagen, weil das nächste Thema ist zuckersüß. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, worauf ich aus möchte. Es ist Schokolade. Da gibt es ein Unternehmen aus den USA, das schon damals quasi in den Zweiten Weltkrieg mitgezogen ist. Die GIs wurden mit Hershey-Schokolade ausgestattet auf den Schlachtfeldern Europas. Das Unternehmen gibt es heute noch. Allerdings hat das Unternehmen gerade ziemlichen Gegenwind. Und bevor wir auf den Gegenwind eingehen, möchte ich Ihnen noch das Unternehmen mal ein bisschen näher darlegen. Denn das Unternehmen hat gerade mit einem immensen Kakaopreisanstieg zu kämpfen. Der Kakaopreis ist, glaube ich, dieses Jahr die beste Anlageklasse, noch besser als Bitcoin, noch besser als alles andere. Ist aber ein Rohstoff, Nahrungsmittel, wenn man so möchte. Ist gerade heute Morgen bei 11.000 US-Dollar. Diese Sanktionen werden Russland ruinieren, says Annalena, Juni 2000. Es ist so, dass von den 500 Papierwährungen, die es in der Geschichte der Menschheit gab, keine einzige länger als 100 Jahre überlebt hat. Nicht eine einzige. Stuttgart 21, eine Katastrophe. Italiener lachen schon. Wir dachten, wir wären unfähig. Und jeden einzelnen Handelstag für 25 Millionen Euro eigene Aktien gekauft. Und das ging über Wochen hinweg. Also der Mann, der, glaube ich, weiß schon, was er tut. Aber das ist politisch bedeutsam. Mit einem behaupteten Übertragungsschutz hat man im Grunde diese ganzen Impfpflichten begründet. Wir werden jetzt erstmal Verwerfungen erleben, die noch deutlich schlimmer werden als das, was wir jetzt sehen, bis wir dann in eine viel bessere Phase gehen. Als ich heute Morgen aufgewacht bin. Und dennoch ist es so, dass Hershey diesen Kakaopreisverwerfungen, das muss man ganz klar sagen, ich zeige Ihnen dann noch gleich ein Chartbild dazu, immer noch profitabel ist. Sie machen das sehr hervorragend. Natürlich, wie geht das? Durch Preiserhöhungen. So ein Bahn Hershey, den werden Sie in Zukunft nur noch teurer bekommen. Wovon wir allerdings ausgehen, ist, dass der Kakaopreis nicht auf diesem Niveau verbleiben wird. Das glauben wir also insbesondere nicht. Und so glauben wir, dass also auch in Zukunft diese Margen bleiben werden. Also die Hershey-Schokolade wird nicht mehr günstiger werden, aber der Schokoladen- oder der Kakaopreis wird günstiger werden. So glauben wir, dass in Zukunft ganz tolle Margen für das Unternehmen drin sind, wenn Sie jetzt auch gleich etwas drunter leiden. Sie haben eine Nettogewinnmarge, also wenn Sie es im Regal rausnehmen, dann gehen 15% bleiben davon als Gewinn übrig. Das ist eine ganz, ganz tolle Marge und ist sogar besser als Lindt. Ja, Lindt ist ja auch sehr, sehr profitabel, ist auch sehr bekannt, auch hochpreisig die Aktie, deutlich sechsstellig. Aber Hershey ist weit profitabler. Und das Interessante daran ist aus unserer Sicht, dass es momentan zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das im Verhältnis zu dem, wo es in der Vergangenheit war, sehr, sehr günstig ist. Und wir sehen hier großes, großes Aufholpotenzial. Warum? Ich gehe noch mal ganz kurz eine Folie zurück, denn eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen. Habe ich auch auf der Folie nicht drauf. Hershey hat noch eine zweite Herausforderung und es ist ein gewisser Influencer. Jetzt weiß ich aber den Namen nicht hundertprozentig. Das ist, glaube ich, der Mr. Best oder Mr. Beast. Vielleicht weiß es auch jemand. Und er hat Millionen von Followern und er hat jetzt eine eigene Schokoladenmarke in den USA gestartet und die ist ganz erfolgreich an den Markt gegangen und die schmeckt quasi wie Hershey. Und das ist also ein weiteres großes Problem für dieses Unternehmen. Dennoch glaube ich, dass Hershey allein aufgrund des Markennamens und dieser großen Tradition und also vielleicht auch mit dem Hedging der Kakaopreise, was sie seit Jahrzehnten machen und ich nicht weiß, ob dieser Influencer das kann oder die nachgelagerten Firmen, da würden wir eher auf Hershey setzen als auf diesen Influencer.
Das hier ist der Kakaopreis. Und die Hershey-Aktie. Leider ist das Orangene nicht die Hershey-Aktie, sondern das Blaue. Und der Kakaopreis ist durch die Decke gegangen. Ich habe Ihnen das nochmal auf einer anderen Folie ein bisschen transparenter gemacht, wie ich meine. Denn da ist wirklich was ins Missverhältnis geraten. In Orange sehen Sie nämlich den Kupferpreis. Und Kupfer ist heute günstiger als Kakao. Das ist also für uns ein Mismatch. Das ist irgendwie, das passt nicht. Ich durfte aber im Rahmen der Recherchen, die wir da natürlich machen, viel über Kakao auch lernen. Also wussten Sie, dass die Kakaopflanze 4 bis 5 Jahre wachsen muss, um Früchte zu tragen? Das habe ich auch nicht gewusst, das ist interessant. Deswegen ist ja diese Spekulation so groß. Denn was ist der Grund dieses hohen Kakaopreises? In den Regionen, wo Kakao fruchtbar wächst, hat es entweder zu viel oder zu wenig Regen gehabt. Also die Ernte ist da schlecht und sind teilweise auch Pflanzen von einer Krankheit befallen. Die muss man jetzt abfällen, also abernten, die sind tot. Und bis dann wieder neue nachgezüchtet nachwächst, das sind 4 bis hin zu 5 Jahre, wo wieder Kakao geerntet werden kann. Gleichzeitig ist es oftmals in Regionen, wo die Landwirte sehr arm sind. Das heißt, wenn diese Lebensgrundlage weg ist und nicht mehr nachgesät werden kann, dann baut der Bauer auch kein Kakao mehr an. Wiederum, und das ist unsere These, sind wir ja hier insbesondere auch am Rohstoffmarkt, folgen Rohstoffe immer einem sogenannten Schweinezyklus. Kennt jemand den Schweinezyklus im Sinne des Rohstoffes, ne? Genau, das ist so einfach, wenn da viel Preis für diese Ware bezahlt wird, dann wird jetzt übertrieben gesagt, jeder Zweite nur noch Kakao anbauen. Ja, es wird dann zwar etwas dauern, zeitversetzt, und so wird dann wieder durch das erhöhte Angebot dann das in den Preisen sichtbar werden. Das ist unsere These. Wir sind eingestiegen, das ist auch eine große Position bei uns. Die ist seither ja nicht namhaft nach vorne gekommen. Das wird erst dann der Fall sein, wenn Kakao die Übertreibung abbaut. Das ist gerade, wie gesagt, wir haben gesehen, Kakao ist so teuer wie Kupfer. Das ist nicht unsere Idee, das sehen wir historisch auch völlig überbewertet. Das wird sich wieder normalisieren. Eine andere Sache, da hatten Sie auch, Herr Professor Otte, darüber gesprochen. Der liebe Stefan hier, der sagt ja auch immer, das sind die Dinge des täglichen Lebens, vielleicht für ihn. Es ist Louis Vuitton. Dinge des täglichen Lebens, gut, könnte man jetzt hier den Hennessy nehmen, aber kann man auch Handtaschen nehmen. Ich weiß nicht, was du mit täglichem Leben meinst. Es ist ein Luxuskonzern, es ist aus unserer Sicht der zweitbeste Luxuskonzern. Wer ist der beste Luxuskonzern der Welt? Wer weiß das? Super, ah, sehr gut, genau. Das wissen die wenigsten. Also der ertragreichste Luxuskonzern ist nicht Louis Vuitton, sondern ist Ferrari. Ferrari ist kein Autobauer. Ferrari baut keine Autos. Die bauen Luxus auf 4 Rädern. Also ich weiß nicht, wenn Sie da schon mal dort waren, dann müssen Sie sich hinten anstellen. Und wenn Sie nach Preis nachlassen fragen, dann sagen Sie, gehen Sie bitte zu Fiat. Also das funktioniert so nicht. Louis Vuitton dennoch eine extrem ertragreiches Unternehmen. Und da haben wir natürlich den Einstieg gesucht. Ich zeige Ihnen gleich den Chart. Wir glauben insbesondere, dass es in diesen währungsschwankungsbreiten Dingen so Luxusware sich sehr, sehr gut entwickelt. Das war zumindest in der Vergangenheit schon immer so. Die Eigenkapitalrendite wurde stark erhöht. Und das ist jetzt nicht durch Bilanztricksereien. Das ist ja oft so, indem man das Eigenkapital reduziert und der Gewinn gleich bleibt, ja, dann ist die Rendite einfach besser. Louis Vuitton hat es nicht gemacht, die sind auf gleichem Niveau einfach ertragreicher geworden und sagen von sich selbst, also Bernard Arnault, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sagt von sich selbst, er will die Gewinne weiter steigern, hat im Übrigen hier in diesem Zeitpunkt, wir haben das also auch auf dem Ticker verfolgt, jeden Tag, jeden einzelnen Handelstag für 25 Millionen Euro eigene Aktien gekauft. Und das ging über Wochen hinweg. Also der Mann, der, glaube ich, weiß schon, was er tut. Das ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Ganz, ganz toll. Louis Vuitton. Das dritte Unternehmen, das ich Ihnen heute zeigen möchte, beantwortet dann auch gleichzeitig die Frage, warum ich zum Herrn Professor Otte gesagt habe, bitte nennen Sie nicht Nestle. Nestle ist ja nicht nur Nahrungsmittelhersteller, sondern sie machen auch Felix. Felix ist ja Nahrungsmittel für Katzen. Genau, also da sind sie sehr, sehr stark. Und ja, ich würde das jetzt eher so im Fast-Food- oder Junk-Food-Bereich sehen. Ja, sie sind dabei, sehr gut.
Und wenn man es halt dauerhaft seinen Tieren gibt, dann braucht man nämlich eins, und das ist Tiermedizin. Und deswegen möchte ich Ihnen heute Zoetis die Antwort auf Nestle geben. Zoetis ist der weltweit größte Tiermedizinhersteller und die sind extrem rentabel. Eine Neuaufnahme bei uns im Fonds. Sehen Sie es ja. Weltweit der führende Tiergesundheitsexperte, aber jetzt nicht nur für das Kaninchen, fürs Meerschweinchen, für den Hund, Katze, Maus, sondern eben auch für das Pferd, für den Esel, für die Nutztiere und all diese Dinge. Das ist wirklich etwas, das braucht man. Ja. Sie haben eine Gesamtkapitalrendite von 15% und netto, also das heißt, wenn Sie dann eine Ware dann von Ziehen kaufen, bleibt in dem Konzern im Schnitt 24% übrig. Das sind ganz, ganz tolle Margen. Und hatten in den letzten Jahren die Gewinne oder wollen in den nächsten Jahren die Gewinne noch weiter steigern. Wir sind, wie gesagt, jetzt hat erst vor kurzem hier eingestiegen. Seither ist nicht viel passiert, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Hier glauben wir einfach, dass der Markt die Entwicklung nicht wahrnimmt und diese extreme Profitabilität in den Kursen einfach noch nicht antizipiert. Ich will Ihnen jetzt den Fonds von uns vorstellen und da sind wir wirklich stolz, denn auch einige von Ihnen haben ja bei uns investiert. Da sind wir sehr dankbar fürs Vertrauen und wir durften es auch zurückzahlen, indem wir die Indizes, also letztlich eigentlich alle Indizes, ist so, ne? Alle Indizes bisher schlagen durften. Ob es der Nasdaq ist, der S&P, der DAX, wir sind besser, wir sind weiter vorne. Und das liegt deswegen oder es liegt daran, dass wir Value Investing betreiben, dass wir da ganz tief in der Thematik drin sind, aber auch, weil wir eine weitere Kompetenz mit hineinnehmen und das ist das Vermieten von Aktien. Und das ist eben etwas, was viele nicht machen, was aber auch Brot- und Buttergeschäft im Übrigen von Warren Buffett ist. Also das sind keine Techniken, die dem Value Investment nicht dienen, ja? Sondern das ist einfach eine Methode, um zusätzlich, Ihre Aktien behalten Sie, zusätzlich weitere Einnahmen auf Ihre Aktienpositionen zu bekommen. Ja, also wenn Sie von Nestle überzeugt sind und ja die Dividende bekommen wollen, dann machen Sie das, aber vergessen Sie es nicht zu vermieten. Das ist die Idee dahinter. Und wie das genau funktioniert, mit welchen Aktien wir das genau gemacht haben und was das eigentlich für Sie in dem Fonds bedeutet, das macht der liebe Stefan. Ja, zum Thema Vermietung. Also der Florian hat es ja vorhin schon mal angekündigt. Es gibt bei der Aktie ja eine Kapitaleinkunft, die ja der Aktionär haben möchte. Das ist zum Beispiel die Dividende. Und die Dividende ist ein Event, was einmal im Jahr oder viermal im Jahr eben, je nachdem, wo die Aktie gelistet ist, kommt und auf dem Konto der Anleger ankommt. Und was wir eben noch zusätzlich machen ist, wir vermieten Aktien. Jetzt ist die Vermietung eine Einkunftsart, wie zum Beispiel bei der Immobilie. Jetzt gehen wir mal bitte ganz kurz weg von der Aktie und gehen mal hin zum klassischen Immobilienmarkt, um es einfach mal als Beispiel darzustellen. Ich versuche, mit diesem Beispiel kann es dann jeder nachvollziehen. Angenommen, Sie haben eine Immobilie. Diese Immobilie hat einen Wert von 500.000 Euro. Und diese Immobilie möchten Sie nun vermieten. Was machen Sie? Sie gehen auf die Suche, inserieren Sie, sagen, hallo, ich möchte eine Mieteinkunft haben für diese Immobilie. Gut, kennt soweit jeder. Sie ergänzen aber in diesem Mietvertrag eine wichtige Klausel, die da aussagen würde. Zum Beispiel, ich vermiete jetzt die Immobilie an den Florian. Und in diesem Mietvertrag steht drin, was ich als Miete für dieses Monat erhalte. Die Klausel sagt aber auch dann aus, wir schauen gemeinsam nach einem Monat wieder auf den Preis der Immobilie. Der Preis der Immobilie ist nun zum Beispiel gestiegen von 500.000 auf 520.000. Nur als Beispiel. In diesem Mietvertrag steht drin, dass ich bereit bin, dem Florian die Immobilie zu geben, wenn die Immobilie einen Preis von 520.000 hat oder darüber. In dem Moment bedient der Florian mich mit den 520.000 Euro. Ich habe mein Geld und aber auch die Mieteinkunft, weil die Miete hat er bezahlt. Und bei der Aktie ist es im Prinzip genauso. Ich bin Aktieneigentümer. Ich möchte am Aktienmarkt eine weitere Einkunftsart erzielen.
Bedeutet, ich gehe an den Aktienmarkt hin und sage, ich habe eine Aktie wie in diesem Beispiel Carl Zeiss Meditec. Ich habe die Aktie gekauft zu einem bestimmten Preis. Und ich bin bereit, diese Aktie zu einem bestimmten Preis auch wieder abzugeben. Für dieses Versprechen, dass ich diese Aktie abgebe, erhalte ich eine Prämie. Bin aber dann in der Verpflichtung, die Aktie abzugeben. In dem Beispiel war es die Immobilie, die dann an den Florian übergeht und er bezahlt mich mit Geld, mit den 520.000 Euro plus die Miete, die wir vorab vereinbart hatten. Und bei der Carl Zeiss Meditec war es zum Beispiel auch so, wir hatten dort eben, weil wir noch ein junger Fonds sind, eine kleinere Summe von 91.000 Euro investiert in dieses Unternehmen. Der Aktienkurs, Beispiel der Immobilie, stand zu diesem Zeitpunkt bei 110,22 Euro. Das sind die 500.000 in der Immobilie. Ich habe nun in diesem Mietvertrag gesagt, ich bin bereit, die Aktie abzugeben zu 110 Euro. Diese Vereinbarung habe ich getroffen am 13.02.2024. Dieser Mietvertrag war sehr kurz. Er war nur 3 Tage in diesem Beispiel. Aber ich bin dafür belohnt worden, denn ich habe eine Prämie, die sogenannte Miete, erhalten von 2,30 Euro pro Aktie. Und der Strike, die 110, sprich die 500 und 1000, und die Laufzeit war 16.02.24. In diesem Beispiel haben wir dann eben eine Miete vereinnahmt von Carl Zeiss Meditec in Höhe von 2.166 Euro. Und wenn man diese 2.166 Euro eben im Verhältnis nimmt zum Einstand bei 91.000 Euro, dann haben wir dort zusätzlich eine Dividende bzw. einen Ertrag erwirtschaftet von 2,4% zusätzlich. Jetzt muss man Folgendes wissen bei diesem Thema. Wir haben die Carl Zeiss Aktie bei 91,19 Euro gekauft, 1.000 Stück davon, und hatten dann dementsprechend die Mieteinkunft von 2.166 Euro erhalten. Jetzt hatten wir aber eine Konsequenz bei der Carl Zeiss Meditec. Denn der Aktienkurs stand am 16.02. über 110 Euro. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wir haben von vornherein gesagt, wir möchten Carl Zeiss Meditec auch abgeben. Und das ist dann auch so passiert. Und zwar, das sehen Sie jetzt hier im nächsten Chart, ich schau mal, das funktioniert genau. Wir haben hier in grün, bei dem Kringel, diese Vermietung gestartet, anhand unserer Systematiken und unserer Ideen, die wir da haben im Fonds. Die Aktie ist dann kurzfristig von 110 nochmal gestiegen auf 120 und steht heute, ich habe heute früh nochmal nachgeschaut, bei 95 Euro. Bedeutet also in diesem Moment, wir hatten anhand unserer Systematiken das Signal, dass wir sagen, okay, wir möchten die Aktie nun vermieten. Das haben wir auch getan und haben dann damit zusätzliche Erträge generiert von 2.200 Euro und die Aktie steht nun wieder unter dem Preis, zu dem wir sie hergegeben haben. Und dieses Konzept machen wir immer und immer und immer wieder mit unseren Aktien, wenn wir davon ausgehen, dass die Aktie tendenziell mal seitwärts läuft, was ja vorkommen kann am Aktienmarkt, oder etwas leicht korrigiert. Dann gehen wir immer wieder diese Annahme ein, dass wir diese Vermietung machen. Und in dem Beispiel bei Carl Zeiss wurde die Aktie abgegeben. War für uns kein Thema. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, dass wir das machen möchten, weil wir bei 91 eingestiegen sind, bei 110 verkauft hatten in diesem Moment und damit die Prämie vereinnahmt hatten. Das passt. Ein anderes Beispiel, Louis Vuitton. Eine Frage. Erstens, was hat der Mieter davon? Zweitens, wenn man jetzt zum höheren Preis verkauft hätte, man meinetwegen für 115 verkauft? Das ist eine gute Frage. Darf ich die zum Schluss beantworten? Dann kriegen wir das hin. Super. Das andere Beispiel ist in diesem Moment Louis Vuitton. Sie sehen hier anhand der Positionsgröße, wir sind eher in Louis Vuitton investiert gewesen oder sind eher in Louis Vuitton investiert als jetzt in Carl Zeiss Meditec. In diesem Beispiel sind wir mit 417.000 Euro investiert gewesen in Louis Vuitton und haben dann dadurch aber zusätzliche Mieteinkünfte erzielen können, jetzt über die Laufzeit hinweg, seitdem wir Louis Vuitton haben, neben der Dividendenzahlung von 6.100 oder 6.200 Euro. Diese Erträge, die wir hier zusätzlich erwirtschaften, sind ja nun die Erträge für unsere Anlegerinnen und Anleger.
Das ist ja das, was wir zusätzlich in unserem IAB Strategy Fund machen, dass wir diese Technik mit anwenden. Und bei Louis Vuitton war es zum Beispiel so, wir hatten das bis dato dreimal gemacht. Dreimal bei diesen Kringeln hier jeweils und auch vor kurzem eben, als eine Louis Vuitton Aktie bei 930 Euro ungefähr stand, haben wir eine neue Vermietung eingegeben und haben gesagt, wir wären bereit gewesen, die Aktie bei 980 herzugeben. Sie ist aber nun mittlerweile wieder bei 800. Wir möchten aber mit Louis Vuitton gerne weiterarbeiten, weil wir davon ausgehen, dass wir mit Louis Vuitton langfristig tolle Erträge erzielen werden. In diesem Beispiel haben wir aber eine zusätzliche Rendite erzielt von 1,6%, also 6.200 Euro. Nur, dass wir die Vermietung machen, plus die Dividende, plus der Kursgewinn, den wir in Louis Vuitton auch aktuell haben, von ungefähr 12-13%. Und was die Vermietungen tatsächlich auch im Fonds ausmachen, habe ich hier einfach mal zwei Balken gegenüber. Das eine ist der reine Ertrag, also die Entwicklung der Aktien. Ja, der macht im Fonds ungefähr aktuell so 700.000 Euro aus. Und die Vermietungen daraus machen circa aktuell 35.000 Euro zusätzlich aus. Also kurz knapp ungefähr 5% von den Gesamterträgen. Und dass das langfristig einen großen Impact haben wird, das sehen wir hier in der Grafik. Ich habe jetzt mal eine Rendite genommen aktuell von unserem Fonds und habe die mal hochgerechnet für die nächsten 10 Jahre. Die blaue Linie ist die ganz normale Entwicklung ohne die Vermietung. Die orangene habe ich jetzt einfach mal die 5% von eben, die wir gesehen haben, mit hergenommen und habe dann eben diese 5% oben mit dazu. Sie sehen den Unterschied in der Performance, jetzt in diesem Beispiel sind es jetzt mal 10 Jahre, von 8,8%, was eine Mehrrendite wäre im Fonds durch die zusätzlichen Einkünfte der Vermietung. Dieses Konzept, hat der Florian vorhin schon mal angekündigt, kann man eben perfekt verbinden mit dem Value Investing. Das ist unser ursprünglicher Ansatz. Value Investment ist für uns das Wichtigste überhaupt. Aber wir kombinieren es mit diesen zusätzlichen Einkünften, so wie es auch Warren Buffett tut, wissen nur die wenigsten, und dann dementsprechend auch weitere Erträge für alle Anleger zu erwirtschaften. Und das ist das, was uns ein Stück weit mit unterscheidet von vielen. Und das machen wir schon seit Jahren so in der Investorenausbildung bzw. im Privaten und möchten das eben auch im Fonds umsetzen, was uns bis dato auch aus unserer Sicht sehr gut gelingt. Dann noch zur Vorentwicklung, Flo, kannst du gleich mal was dazu sagen? Genau, das ist letztendlich die Vorentwicklung und auch hier sieht man jetzt wieder, dass Ulrich hat es ja gesagt, der S&P beispielsweise oder die Märkte sind gerade etwas am Korrigieren. Auch wir sind jetzt vom Hoch, das war hier ungefähr bei 117, sind wir bei 115. Heute Morgen waren wir schon wieder bei 116. Das heißt nicht, dass natürlich das Underlaying, also das heißt der Basiswert, die Aktie, die schwankt natürlich weiter. Aber diese Zusatzeinnahmen bedeuten für den Fonds, dass sie größere Stabilität haben in dem Moment, wo es auch mal runtergeht. Und diesen Cash, der da aufgebaut wird, nutzen wir dann natürlich wieder, um Aktien dann einzusammeln, wenn sie wieder günstig sind. Zum Beispiel eine Louis Vuitton haben wir am Montag nachgekauft, glaube ich, oder? Weiß jetzt nicht auswendig, was Montag. Und da kann ich wirklich jeden nur dazu ermutigen, weil heute natürlich auch viele im Saal dabei sind, die sich fragen, soll ich jetzt eigentlich investieren? Soll ich vielleicht diesen Jungs hier das Vertrauen schenken? Und was ist eigentlich im Sinne auch der Krise? Und da hatte ich hier, ich habe leider auch keine Quelle dazu gefunden und es ist auch relativ klein, deswegen lese ich es vor, mal die kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte genommen. Das ist der Vietnamkrieg, oben links der Golfkrieg, Afghanistan, Irak und die Krim-Annexion, die ja jetzt 2014 war, genau. Und in jedem Fall waren zu Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen Aktienmärkte im ersten Moment, sind die runtergekommen. Das ist das, was sie, das ist normal. Ja, sehen wir auch jetzt, als am Freitag die in Israel, als es da losging, da ging auch an den Aktienmärkten ging es auch los. Sehr, sehr schnell in der Vergangenheit haben Aktien aber wieder sich erholt. Also es ging innerhalb kurzer Zeit und noch viel schneller ging es dann zu neuen Allzeithochs. Und das ist das, was auch wir erwarten. Wir erwarten also für dieses Jahr tatsächlich eine ganz tolle Performance. Wir haben auch Evidenz dafür letztendlich. Wir sind in einem Wahljahr. Wahljahre sind statistisch gesehen immer sehr gute Börsenjahre. Und da kommt noch ein zweiter Fakt, den wenig Menschen kennen, nämlich immer, wenn die Midterm-Elections negativ waren, was 2022 ja der Fall war, dann war zu 100%, also in jedem Fall, das Wahljahr positiv. Also wir sehen fürs Jahr positive
Aktienperformance, das erste Quartal sehr, sehr gut gestartet. Jetzt hat gerade gibt es eine Einstiegsmöglichkeit, das sehen wir tatsächlich so. Und lade Sie natürlich auch dazu ein, mit einzusteigen. Das Ganze kann man machen über die Comdirect oder die Liechtensteinische Landesbank. Wenn Sie Fragen dazu haben, gerne auf uns zukommen oder dann eben aber auch der Philipp Schäferhoff ist mit da. Aber wir sind natürlich da, kann natürlich auch jederzeit mit uns ins Gespräch kommen oder bei uns anrufen. All das, aber will natürlich Ihre Frage nicht unterbuttern sozusagen. Könnten Sie es vielleicht nochmal, oder Ihre Frage war, ich wiederhole sie nochmal, was hat eigentlich derjenige davon, wenn er eine Aktie mietet? Für 3 Tage zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Die Antwort ist, er geht davon aus, dass die Aktie stärker steigt. Er bezahlt mir eine Prämie oder er bezahlt uns oder den Anleger eine Prämie von 2 Euro in diesem Beispiel. Ja? Und er würde ja die Aktie von mir bekommen oder er wird die Aktie von mir bekommen zu 110. Das war ja die Vereinbarung. Und mit der gezahlten Prämie von ihm ist es ja so, sein Einstand ist nicht 110, sondern 112. Also 110 plus die 2 Euro, die er an mich bezahlt hat. Seine Annahme ist aber, vielen Dank, Stefan, dass du mir die Aktie gibst. Ich gehe davon aus, dass die Aktie weiter steigt. Auf 120, 130, 140. Das ist seine Annahme. Und deswegen ist er bereit, das so zu tun. Ja, wenn ich eine Glaskugel hätte, ich weiß, in 3 Tagen ist der Kurs höher. Gibt es sicher andere Mechanismen? Die gibt es immer. Das ist das Schöne im Aktienmarkt. Wir nutzen diese eine Methode, um dann eben die Vermietung bei uns im Fonds mitzuverwenden, um diese zusätzlichen Einkünfte des Fonds mit zu erwirtschaften. Und es gibt immer jemanden am Finanzmarkt, der anderer Meinung ist. Deswegen gäbe es ja am Finanzmarkt keine Käufer und Verkäufer. Weil wenn Sie Aktien kaufen, muss es ja jemand anders an Sie verkaufen, aus irgendwelchen Gründen. Und bei dieser Annahme, bei diesem Geschäft, ist es genau das Gleiche. Er geht davon aus, dass die Aktie stärker steigt. Ich sage, oder wir sagen, nein. Und werden dafür bezahlt. Und das Schöne ist aber, selbst wenn die Aktie jetzt nicht steigen würde und wir wären beide ein Aktionär von Carl Zeiss Meditec, dann ist es für uns kein Schaden, denn wir sind ja überzeugt von Carl Zeiss Meditec grundsätzlich in der These. Genau, also vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung für dich, Stefan. Das machen wir nicht pauschal und per se, sondern das machen wir dann, wenn wir davon überzeugt sind, dass Aktien in diesem Moment zu teuer sind. Also wir wollten uns von der Carl Zeiss sowieso trennen. Wir sind von 90 gekommen auf 110. Das war uns ein toller Anstieg in kurzer Zeit. Und damit war dann auch das Bewertungs... Professor Otte hat ja auch von fairen Werten gesprochen. Da hatten wir die Aktie fair bewertet. Wir wollten den Exit sehen, haben uns das noch versüßen lassen durch eine zusätzliche Rendite. Das mag jetzt 2.000 Euro Sie nicht reich machen, aber über die Jahre hinweg macht das einen signifikanten Unterschied aus. Und das ist einfach nochmal ein Zusatz sozusagen. Ich glaube schon, dass es eine gute Idee ist, noch ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Die Frage wäre für mich dann noch, wird das steuerlich unterschiedlich behandelt, die Vermietung und Kursgewinne? Also wir machen das ja innerhalb des Fonds und alle Zugewinne sind steuerlich zu, und genauso ist es aber auch im Privatbereich. Also wenn Sie zu Hause Aktien vermieten, sind es Einkünfte, die Sie zu versteuern haben, ganz klar. Ne, wie jeder Kursgewinn auch, wie jede Dividende, ist es ein Ertrag, das ist zu versteuern. Bitte? Im Fonds nicht, ja genau, das sind halt die Zugewinne, wenn Sie dann den Fonds kaufen und dann verkaufen, das ist steuerbar, aber innerhalb des Fonds nicht. Ne, das ist, zahlt auf die Wertentwicklung ein sozusagen. Genau. Da? Achso, ja. Also ich habe es noch nicht 100% verstanden, glaube ich. Für mich klingt das erstmal nach Aktien-Shorten, weil Sie ja eigentlich auf diesen Kurse setzen und damit in dieser Leidegürtel noch einen Teileinkommensstrom erzielen wollen. Inwieweit unterscheidet sich das denn von klassischen Shorten? Und wenn es denn vergleichbar ist oder sogar so sein sollte, sind denn die 8%, die Sie da über die 10 Jahre gezeigt haben, ja nicht irgendwie ehrlich, sind die dann eigentlich nur als zusätzliche Risikoprämie zu verstehen? Weil man holt sich ja ein zusätzliches Risiko mit den Büchern, das mag jetzt kalkulierbar sein oder nicht, aber diese 8% sehen für mich zumindest dann danach aus, dass es eben ein Risikoausschlag wäre, weil eben gewisse Anteile in den Büchern kommen. Also dadurch, dass es eben kein Shorten ist, weil Sie die Aktie ja haben und auch übrigens dann haben, wenn der Strike-Preis nicht greift. Sie haben ja die Aktie weiterhin und das Geschäft läuft am 16.02. jetzt in diesem Beispiel aus, egal wo der Preis dann steht.
Und wenn die Aktie dann bei, sagen wir mal, wieder auf 80 runtergeht oder auf 70, haben sie nichts davon. Deswegen ist es kein Shorten und deswegen ist es auch keine Risikoprämie. Also was es letztlich ist, ist es wirklich, es gibt auch einen Fachbegriff dazu. Das ist das Verkaufen einer Call-Option. Das machen wir allerdings nur auf die... Natürlich, na klar. Nur dürfen wir nicht vergessen, erstens machen wir das beruflich, das ist das eine. Zweitens sind Finanzanlagen immer mit Risiken verbunden, das muss bitte jedem bewusst sein. Und das dritte ist natürlich, wenn Sie einen gedeckten Call auf etwas schreiben, das Sie haben und das Sie sowieso hergeben möchten, ist das kein Risiko. Also ich gebe Ihnen recht, Optionsgeschäfte, das ist wie ein Messer. Ja, mit einem Messer kann man ganz wunderbare Dinge machen, kann man aber auch ganz grausame Dinge machen. Wir verwenden es lediglich und ausschließlich für die Vermietung dieser Assets, die wir so und so haben und dann eben aber auch den Exit dazu. Wie gesagt, das müssten wir jetzt dann nochmal in der Retroperspektive anschauen. Ich schätze, dass dieses Geschäft auf ungefähr 3 bis maximal 5% aller Geschäfte zutrifft. Ja? Also wenn Sie den gesamten Fonds sich anschauen, würde das wahrscheinlich nur, und die Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht geben, aber auf einen signifikant kleinen Teil sein, weil das nicht das ist, was wir dauernd machen. Wir sind Value-Investoren. Die Renditen, die wir da erwirtschaftet haben, kommen aufgrund der Entwicklung unserer Assets zustande. Ich kann nur mal kurz die Folie zeigen. Wir hatten in diesem halben Jahr, wo wir da gearbeitet haben, oder dreiviertel Jahr, 700.000 Euro an Erträgen erwirtschaftet und lediglich, Stefan, 35.000 Euro durch die Vermietung. Also damit Sie einen Geschmack dafür bekommen. Wir wollen Ihnen nur dieses Geschäft näher bringen. Ich sage nicht, dass Sie das zu Hause bitte nachmachen sollen. Sicherlich hat es wie immer am Finanzmarkt mit Chancen und Risiken zu tun. Und da soll man auf jeden Fall wissen, was man macht. Das bleibt immer stehen. Die letzte Frage jetzt, ja. Ja. Wir machen es konkret. Bitte. Sie sind Eigentümer einer Aktie und Sie verleihen die an mich. Bleibt die Aktie in Ihrem Eigentum? Ja, solange das...